5 Rangern, einen Teammitarbeiter und einen Teamleiter zur Stelle. Ja, hallo, wir sind Irena und Matze und wir leiten zusammen den Stamm 499 der Pfadfinderschaft Royal Rangers. Unseren Stamm gibt es seit 5 Jahren. Wir haben den hier in Zuffenhausen gegründet und mittlerweile haben wir 6 Teams mit 3 Stufen oder in 3 Stufen. Wir haben die Forscherstufe, das sind die 6- bis 8-Jährigen. Dann haben wir die Kundschafterstufe, das sind die 9- bis 11-Jährigen. Und dann haben wir die Pfadfinder, das sind die 12- bis 15-Jährigen. Und wir treffen uns jeden Freitag um 17 Uhr hier in unserem Gemeindehof und haben unseren gemeinsamen Stammtreff. Was der gemeinsame Stammtreff beinhaltet, das wird euch die Irena jetzt verraten. Genau, so ein Stammtreff ist wie folgt aufgebaut. Also wir treffen uns erstmal als kompletter Stamm zusammen, haben gemeinsam unseren Appell, also unsere Teammeldung. Wir begrüßen uns, gucken, wer da ist, haben dann am Anfang eine Zeit zusammen, in der wir auch singen und gehen dann später in unsere Teams. Und in den Teams haben wir ganz unterschiedliches Programm, oft was Pfadfinderisches. Wir kochen öfter mal gemeinsam oder basteln irgendwas. Genau, und zum Schluss treffen wir uns dann nochmal gemeinsam und haben gemeinsam dann nochmal den Abschluss in großer Runde. Wir als christliche Pfadfinder haben die Kluft an, also der Kluft gehört das Halstuch. Ihr seht hier verschiedene Abzeichen und unser Emblem. Ganz wichtig auch noch beim Packen ist, dass man breitbeinig dasteht, nicht dass wenn man irgendwie abrutscht, dass es ins Bein reingeht. Deshalb einfach breitbeinig dastehen, weit weg genug. Vielleicht einmal kurz gucken, dass man auf dem runterhaut, da es auch das Holz trifft, genau, und dann. Ihr seht hier unsere wunderbare Feuerschale. Normal, wenn ihr freitags kommt, brennt hier ein wunderschönes Feuer. Das entzündet sich nicht von alleine, das machen wir jeden Freitag. Und heute möchten wir euch zeigen, wie man ein A-Feuer macht. Fertig. So, und jetzt könnt ihr euer Küken einfach aufhängen, vielleicht einen Zweig mit Ostereier. Oder aber, was auch eine tolle Möglichkeit ist, ich habe da oben die Bändel abgeschnitten und jetzt setzen wir es als frisch geschlüpftes Küken in ein sauberes, gut ausgewaschenes Ei. Die Rangerarbeit hat das Ziel, Kinder zu Jesus zu führen, bei Jesus zu halten und dienstbereit für Jesus zu machen. Und wir haben da verschiedene Elemente. Im Kern steht zum Beispiel die goldene Regel in Matthäus 7, Vers 12. Alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Und das wollen wir den Kindern vermitteln. Wir wollen ihnen zum einen die Liebe Gottes vermitteln, aber sie ganz klar zu mündigen Christen machen. Und das ist unsere Aufgabe als Ranger. Und das fängt schon wirklich bei den 6-Jährigen an. Und jede Stufe hat eigene Zielsetzungen. Wir arbeiten da mit Prüfungen, die zum einen Bibelarbeiten beinhalten, zum anderen aber auch tatsächlich pfadfinderische Elemente. Für uns ist auch wichtig, dass wir jeden Freitag einfach ein Feuer haben, dass die Kinder auch Kinder sein können und so angenommen werden, wie sie sind und trotzdem aber geistliches Wachstum erfahren dürfen. Und das ist eigentlich das Spannende an der Rangerarbeit, dass wir da tatsächlich Wachstum sehen bei den Kindern, wie sie ranreifen. Und das ist einfach stark. Und das ist auch das, was Rangerarbeit einfach ausmacht. Kinder wirklich zu fördern und Abenteuer zu haben. Abenteuer draußen, aber auch Abenteuer auf dem Weg mit Gott unterwegs. Wir haben jährlich dann auch Aktionen. Zum Beispiel sind wir auf dem Sommercamp mit den Kundschaftern und Pfadfindern. Die Forscher, die haben ihre Forscherfreizeit. Wir haben verschiedene Geländetage oder sonstige Aktionen, wo wir einfach den Kindern in ganz vielfältiger Weise das Leben als Christ, aber auch als Pfadfinder näher bringen.